Willkommen zum neuen Viper Ranger Magazin. Heute berichte ich von der Adventure Southside, der neuen Bushcraft und Offroad Messe dieses Jahr in Aigeltingen. Dieses Mal Neues von der Technikfront. Killzone, weitgerechtes Töten, wo nichts mehr wächst. Leckeres Ackerunkraut, nur für eine Nacht. Sinn und Unsinn beim Biber. Geländefahrzeug, der Sulki als Lebensversicherung. Und Flusskrebse an Wildspinat. Eine Besonderheit der ersten Adventure Southside war, dass alle Survival- und Bushcraft-Anbieter in einem getrennten Bereich, dem Jurtendorf, untergebracht waren. Joten und Koten, die klassischen Pfadfinderzelte, wurden den Ausstellern als Messestand zur Verfügung gestellt. Bevor ich mich auf die Suche nach neuen Survival-Werkzeugen mache, möchte ich noch ein bisschen mehr über die Schwarzzelte lernen. Ralf, du bist eines der, ich denke mal, in Süddeutschland wichtigsten Anbieter von Koten, Schwarzzelten und Vergleichbaren. Was ist so dein hauptsächlicher Kundenstamm? Sind das Pfadfinder oder? Also ich denke, Kunden sind sicherlich Jugendgruppe, die einfach diese Zelte seit langen Jahrzehnten kennen und damit groß geworden sind, wie sie damit umgehen. Ja, also es wird aber auch gerade im erlebnispädagogischen Bereich werden die Zelte sehr interessant, weil man einfach einen Aufenthaltsraum schaffen kann, wo ich ums Feuer rumsitzen kann. Und da habe ich auch viele Kunden so aus dem Eventbereich oder die halt selbstständig auch im Outdoor-Bereich aktiv sind. Bis hin aber auch zum Kräuterseminar auf dem Bauernhof, die einfach einen Schulungsraum brauchen. Ich habe gesehen, da sind ja riesige Jurten aufgebaut. Gibt es da irgendwelche Grenzen? Also klar, das Kleinste ist, glaube ich, die Kröte. Und gibt es da irgendwelche Grenzen nach oben hin? Nee, das System ist ja modular aufgebaut. Du kannst diese Plane unterschiedlich kombinieren. Und zum Beispiel unsere Hochzeit haben wir 7 Jurte kombiniert. Die eine doppelstöckig war mit 120 Leuten am Feiern. Okay, das ist natürlich. Und da bist im Prinzip, baurechtliche Grenze gibt es ja, aber ja, sonst vom System her nicht. Ja. Wenn du sagst baurechtliche Grenzen, wie sieht das aus, wenn ich mir so ein Schwarzzelt besorge und ich möchte es im Wald aufbauen, dort ein Feuerlet drin machen? Kann ich das einfach so machen oder worauf muss ich da achten? Grundsätzlich in Deutschland, wenn du draußen Zelte willst, ist es erstmal schwierig. Mhm. Ausgewiesene Zeltplätze, gar kein Problem. Wenn du damit im Wald unterwegs sein willst, empfehle ich eigentlich, mit dem Förster zu sprechen. Mhm. Einfach dort gucken, wer ist fürs Revier zuständig, auf den zuzugehen, ihm erklären, was du vorhast. Und dann kannst du auch mit so einer Kote zum Beispiel problemlos da im Wald übernachten. Ja. Also ich glaube, da sind die meisten Förster offen. Und wenn du da einfach ein bisschen zeigst, wie du mit dem Material umgehst, wie du mit der Natur umgehst, dann ist das für die eigentlich in Ordnung. Super. Ihr habt eine Webseite, über die man sich informieren kann? Ja genau, jürtenland.de, da findet ihr alles über unsere Schwarzzelte. Ob du Brot isst, Müsli oder Popcorn, es kommt alles von Feldern, es kommt von Monokulturen. Und damit diese Pflanzen auch sauber wachsen können, werden die mit Pestiziden behandelt, mit Herbiziden, die töten alle anderen Pflanzen ab. Nur gibt es immer wieder ein paar Arten, die überleben das Ganze. Und das sind die sogenannten Unkräuter, die keiner auf dem Feld haben mag. Wir sind aber genau hier auf dem Feld, um Unkraut zu sammeln. Genauer, wir suchen uns Gänsefüße, Melden und Fuchsschwanz. Solange man an Feldrändern sammelt, sagt der Bauer in der Regel auch nichts dazu. Was ich nicht machen würde, ist einmal aufs Feld drauf und dort quer durch den Mais oder den Roggen gehen. Was ich hier gerade habe, das ist nichts anderes als Spinat. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Wir haben hier den Fuchsschwanz. Das sieht man da dran. Diese grünen Blüten, die so richtig buschig sind, die findest du nur beim Fuchsschwanz in der Art. Und warum ist das eine Art Spinat? Das hat einen ganz einfachen Grund. Unsere Spinatarten sind nichts anderes als Fuchsschwanzgewächse. Ob der Mangold oder Spinat, auch die Zuckerrübe oder die rote Rübe, das sind alles Arten der Fuchsschwänze. Diese große, grüne, fuchsschwanzartige Blüte ist so eines der wichtigen Merkmale. Und wenn ich den lateinischen Namen sage, dann weißt du auch, woher das Ganze kommt. Und zwar Amaranth. Das gibt es heute in jedem Reformhaus, aber das wächst bei uns. Das sind dann nicht die südamerikanischen Amarante, die ganz, ganz wichtig für die Ernährung der Indios waren. Unsere Einheimischen, das sind die Unkräuter, die will keiner, solange es nicht irgendwie aus dem Reformhaus kommt. Wir haben hier noch die Gänsefüße und Melden. Hier ist ein kleiner Unterschied in der Blattform. Diese Blätter, die erinnern ein wenig an den Fuß einer Gans, naja, mit sehr viel Fantasie. Hier sind die Blüten
relativ kleine Kügelchen. Aber auch hier ist eine Verwechslungsgefahr eigentlich kaum gegeben. Es gibt eine einzige Art und die wächst tatsächlich auch noch in der Region, in der die Fuchsschwänze ganz gerne wachsen. Und das ist das hier. Diese kleine Pflanze, das ist das Bingelkraut. Das Bingelkraut ist etwas giftig, man wird sich da nicht tödlich vergiften. Und es gibt ein ganz, ganz einfaches Erkennungsmerkmal zwischen Bingelkraut und den Fuchsschwanzarten. Diese kleinen Blüten hier, das sind keine wirklichen Blütenstände, das erkennst du aber nur mit einer guten Lupe. Das Bingelkraut hat aber gegenständiges Laub und das haben diese Pflanzen, diese Wildspinatpflanzen, niemals. Die haben immer wechselständiges Laub. Das heißt, das sind dann nicht zwei Blätter, die auf einer Stelle aus dem Halm kommen, sondern das wechselt sich über den Stamm ab. Ein bisschen aufpassen solltest du auch bei den Melden. Das sind die Pflanzen, die unten etwas bereift sind. Das ist, wenn du da dran gehst, das geht ab wie Wachs. Die können Durchfall erzeugen, wenn sie in großen Mengen roh gegessen werden. Deshalb die am besten gut kochen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie ernsthafte Probleme gehabt. Das Laub von vielen dieser Amaranthen enthält etwas Oxalsäure. Deshalb erinnert ein wenig an Sauerampfer oder an Rhabarber. Was für uns aber interessant ist, das sind die Wurzeln. Die enthalten etwas Zucker, sind häufig auch relativ weich. Wenn man die Samen sammelt im Herbst, nachdem wirklich viel Energie drin ist, da hat man Eiweißbomben und Öl. Aber heute sammle ich tatsächlich die Blätter. Und zwar möchte ich mir einen Spinat kochen. Diese kräftig aussehenden Pflanzen, die sind genau das, was ich suche. Und wenn ich das zu Spinat koche, dann kann ich auch eine Menge davon essen. Wenn es sehr, sehr sauer schmeckt, dann weniger, weil dann haben wir große Mengen dieser Oxalsäuren drin. Die sind später in den Samen nicht mehr drin, aber wir wollen ja Spinat machen. Da ist natürlich auch die Frage, esse ich so etwas jeden Tag oder mache ich das ein-, zweimal in der Woche oder im Monat, dann ist das völlig unproblematisch. Nur große Mengen von Oxalsäure, ähnlich wie im Rhabarber, sollte man nicht zu sich nehmen. Wenn du dir gemerkt hast, wo die Pflanzen wachsen, dann geh dort auf jeden Fall kurz vorm Winter nochmal vorbei und hol dir die Samen. Die schmecken richtig gut, die kann man rösten und du kannst sogar Brot draus machen, aber da muss man schon eine Menge sammeln. Diese Art von Spinat, die kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Ur- oder Wildspinat. Das heißt nicht, dass er besonders gesund ist, aber er schmeckt ganz ordentlich und darum geht es mir jetzt eigentlich. Übrigens, ein ziemlich gutes Erkennungsmerkmal bei vielen dieser Fuchsschwänzen ist, dass die Wurzel rot ist und auch der Stängel ist rot und es riecht richtig nach Zuckerrübe. Also diese Rüben, die im Herbst am Feld liegen, da ist auch ein bisschen was an Zucker drin. Trotzdem gilt, wie immer beim Pflanzensammeln, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dann lass die Pflanze stehen, iss sie nicht oder frag jemanden, der sich damit auskennt. Du willst lernen, ohne Ausrüstung zu überleben? Du bist aktiv und hast keinen Bock auf Hotelurlaub? Komm zu unseren Survival- und Bushcraft-Kursen in ganz Süddeutschland. Kein Schleifen, kein Drill, sondern das pure Survival. Vibranger.com. Wir haben die Profis. So eine kleine Hütte ist schon was Feines, wenn du draußen übernachten möchtest. Die Frage ist allerdings, wie viel Sinn macht es, so etwas aufzubauen, wenn du vielleicht nur für eine Nacht irgendwo übernachten möchtest? Weil das hier ist zwar massiv, dauert aber auch einige Stunden, bis es aufgebaut ist. Wenn du eine Notunterkunft draußen baust, dann achte darauf, Totholz zu verwenden. Nicht nur, weil du dann weniger Stress mit dem Förster bekommst, sondern das ist sehr viel häufiger und besser verfügbar, als wenn du dir frisches Holz schneiden und sägen musst. Dennoch, für so eine Hütte kann man gut und gerne 4 bis 5 Stunden Arbeitszeit einrechnen. Es ist also nichts, wenn du abends siehst, okay, die Sonne geht unter, ich möchte irgendwo schlafen, da kriegst du es nicht mehr aufgebaut.
wenn du längere Zeit draußen bist, vielleicht sogar ein Lager aufgebaut hast, da macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann unterscheidet es sich noch, ob du Feuer machen kannst oder nicht. Aber da ist eine anständige feste Hütte eigentlich ohne Alternative. Wenn du draußen übernachten willst, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die besonders wichtig sind, die du vermeiden musst. Fangen wir mal mit dem ersten an. Lege ich mich auf den Boden, selbst im Sommer, dann nimmt die Erde meine Temperatur auf, wird wärmer. Nur ich werde sehr viel schneller kälter, als der Boden warm wird. Das heißt, das Allerwichtigste beim Übernachten draußen ist eine Bodenisolation. Erst danach kommt der Schutz von oben, aber auch der ist nicht zu vernachlässigen. Wenn es kräftig anfängt zu regnen, zu schneien, vielleicht sogar Schneeregen, dann habe ich hier ein richtiges Problem. Allerdings brauchst du nicht immer so eine wunderschöne Hütte. Es geht nämlich auch viel einfacher. Gerade fürs Notbiwak reicht in aller Regel ein dichter Tannenwald. Also eine kleine Dickung, bei denen die Äste ordentlich dicht wachsen. Wenn ich jetzt ganz, ganz nah an die Stämme rangehe, dann bin ich schon so gut Wind- und Regen geschützt, dass ich kaum noch Überdachung benötige. Das ist auch das Wichtigste, worauf du achten solltest. Benötigst du eine Notunterkunft, schau erstmal, was ist in der Umgebung. Überhängende Felsen, umgefallene Bäume, alles, was verfügbar ist, solltest du auch verwenden. Erst wenn du nichts anderes hast, dann baust du die Hütte. Zur Bodenisolation im Notfall kannst du eigentlich erstmal schon mal alles verwenden, was du hast. Wir müssen hier zwei Dinge beachten. Beim Auskühlen gegen den Boden, das ist die Wärmeleitung. Wenn ich direkt auf dem Boden sitze, leite ich sehr, sehr gut Wärme gegen den Boden ab. Setze ich mich beispielsweise auf einen Rucksack, auf ein Stück Jacke, auf ein Kletterseil, dann ist es schon mal sehr viel besser. Und dann sollte man auch wissen, wo man am schnellsten auskühlt. Das sind die großen Oberflächen wie Rücken, der Bauch, aber auch die Oberschenkel. Das bedeutet, genau dort isoliere ich, wenn ich nichts anderes verfügbar habe. Also Rucksack genau unter die Seite und den Körper so eng wie möglich halten. Damit kannst du im Sommer draußen übernachten. Wenn es aber sehr viel kälter wird, dann brauchst du wirklich etwas stärker Isolierendes. In heißen Regionen kann es ausreichen, den Boden nur zu polstern. Wenn du dein Bett nicht mit irgendwelchen Grabbeln teilen möchtest, baust du dir ein Podest. Während das Schlafen draußen im Sommer nicht so anspruchsvoll ist, wird es im Winter bei gefrorenem und nassem Boden schon ein bisschen schwieriger. Hier muss ich isolieren. Und wenn du da jetzt einfach nur Laub drauflegst beispielsweise, dann drückt sich das zusammen und du frierst dir den Arsch ab. Deshalb baue ich hier Kammern und ich liege später praktisch auf den Kammern, ohne dass ich den Boden berühren kann. Das isoliert sogar sehr viel besser als so eine dünne, aufblasbare Isomatte. Die Matratze ist jetzt fast fertig, die ist ausgepolstert, aber wenn ich mich jetzt hier reinlege, lege ich schon wieder auf den Boden. Damit das nicht passiert, brauche ich jetzt noch eine ganze Menge von dünnen Hölzern, die ich drauflegen kann. Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht darum, macht das Ganze Sinn, macht das keinen Sinn. Wenn du also nur eine Nacht draußen bivakieren möchtest, da macht es keinen Sinn, so eine Hütte zu bauen. Aber eine Isomatte, die ist innerhalb von einer Stunde hergerichtet und die unterscheidet dann wirklich zwischen Tod und Leben. Uli, mich interessieren immer Neuheiten im Survival-Bereich und ich bin immer der Meinung, es geht nicht mehr so viel mehr Neues. Messer ist schon seit einigen tausend Jahren, aber ich meine, du bist in der Entwicklung. Wo sagst du, ist da noch Spielraum? Woran bist du gerade selber? Ja, das ist das Interessante. Produkte, die es eigentlich schon seit Jahrtausenden gibt, da gibt es schon extreme Weiterentwicklungen, aber vieles wurde davon wieder vergessen. Ja, ja. Und das wieder aufzugreifen und in die Neuzeit zu bringen mit neuen Materialien so weiter, das ist eigentlich so der Kicker an der ganzen Sache. Das ist das, was wir versuchen. Ja. So, erinnert mich unheimlich an das Survival, wo man auch versucht, mit neueren Materialien die alten Techniken nachzumachen. Also dieses Bushcraft Survival. Ich habe gesehen, du hast hier Karten aus Stoff. Das ist eine super tolle Idee. Stellt ihr die her, oder? Genau. Das ist da kann man toll. Die Postleitzahl aussuchen, wo derjenige wohnt.
und dann kriegt er seine individuelle Karte. Ja. Wir haben das in normalen Topofarben und wir haben das adaptiert in Schlammtarn. Ja. Da ist die Karte gleichzeitig Tarnmaterial, kann aber noch 1:1 gelesen werden. Es sind keine Informationen verloren gegangen. Super, das ist ja klasse. Ich habe gehört, du hast ein neues Lebensmittel entwickelt und zwar einen neuen Pemmikan. Erzähl mir kurz ein bisschen. Ja. Sehr viel von unserem Bereich, wenn nicht alles, kommt ja aus der indianischen Kultur. Und da war die Überlegung da, wie kann man jetzt ein Produkt, was es seit Jahrtausenden gibt, nämlich den Pemmikan-Knödel, wie kann man den adaptieren in die Neuzeit, wie kann man da ein expeditionstaugliches Lebensmittel draus machen. Ja, ja. Das ist eine Tropenkonserve und die hat ein sehr langes MHD. Und was wichtig ist, dass die Energie eben sofort in den Körper reingeht und dass es super haltbar ist und schmecken soll es natürlich auch. Das ist 2020. Auch. Ah, das sieht schon mal gut aus. Also wir haben da uns orientiert an den Originalrezepturen. Mhm. Ja. Der Eric Pfeiffer hat das entwickelt, die Rezeptur. Da war es sehr schwierig, das Verhältnis rauszufinden, damit es noch schmeckt, damit sich das Fett nicht absetzt und so weiter. Und die Dose, wenn man die aufmacht, dann soll die natürlich auch gut ausschauen, wenn die ein Jahr im Rucksack war. Klasse. Schmeckt richtig klasse. Und Uli, ihr habt eine Webseite, wo kann man sich über euch informieren? Im speziale.de, da ist das Ganze alles online und einfach mal drauf schauen. Super. Wir haben uns jetzt gerade angeschaut, wie man Fleisch aus der Dose rausbekommt. Das Fleisch muss aber auch irgendwie in die Dose rein, da gehört ein Tier dazu. Was man damit macht, das schauen wir uns jetzt an. Ich zeige dir jetzt eine der wichtigsten Techniken überhaupt, die immer wieder falsch gemacht wird, und zwar das Schlachten eines Säugetiers. Wenn du das Schlachten selbst üben möchtest, dann mach das bitte mit einem toten Tier und nicht mit einem lebendigen, weil das Schlachten, das muss geübt werden und du benötigst dazu auch eine Sachkunde. Sonst machst du dich möglicherweise strafbar und das Tier leidet und das wäre nicht fair. Die erste Frage ist, wie hält man so ein Tier beim Töten? Ganz viele halten Tiere einfach an den Hinterbeinen. Das kannst du bei Hasen und Kaninchen machen. Bei so schweren Tieren kannst du dir auch kopfüber aufhängen. Aber so kleine Tiere sind in der Lage, Sit-Ups zu machen. Und dann beißen die dir in die Hand. Also greifst du sie völlig anders. Du hältst ein kleines Tier im Nacken. Und zwar genau so. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dort ist die Haut oder das Leder mit dem Fleisch unten drunter verwachsen. Halte ich das Tier irgendwo anders, dann kann es in seiner eigenen Haut schlüpfen und dann kann es mir in die Finger beißen. Ganz wichtig ist, wenn ich so halte, habe ich hier vorne auch Raum, um es zu betäuben. Und Säugetiere müssen immer betäubt werden, bevor sie getötet werden. Nicht nur wegen dem Gesetz, sondern dann halten sie auch still, wenn du sie schlachten möchtest. Wenn dir so ein Tier erstmal richtig kräftig in die Hand gebissen hat, dann weißt du, dass du besser betäuben solltest. Hast du das Tier gut gegriffen, dann hältst du es etwas vornüber und dann nimmst du einen großen Prügel. Das Ding hier reicht locker für ein Tier bis zur Größe eines Feldhasens. Hier haue ich jetzt trotzdem kräftig drauf, weil lieber ist das Tier zu gut betäubt als zu wenig. Also ziele ich, ohne mir auf die Hand zu schlagen, und ich schlage auf den Kopf und zwar etwa zwischen die Ohren. Nach 1 bis 2 kräftigen Schlägen sollte das Tier gut betäubt sein. Das erkennst du daran, dass es manchmal etwas zittert, sich aber nicht mehr weiter gezielt bewegt. Jetzt hältst du das Tier kopfüber und jetzt werden die großen Halsgefäße geöffnet. Das Schlachten oder das Töten genau genommen funktioniert nämlich nach dem Betäuben so, dass das Tier durchs Ausbluten stirbt. Und jetzt sollte man nicht den Fehler machen und in diese Richtung schneiden, weil Tiere haben immer Fell, außer du schlachtest gerade einen Nacktmull. Und dieses Fell ist relativ stabil. Da komme ich nicht so gut durch und wenn ich da einige Zeit rumsäbel, vor allem bei größeren Tieren, kann es sein, es wacht auf, verletzt mich und es leidet auf jeden Fall. Deshalb steche ich so ein, dass ich den Wirbelkörper ganz knapp treffe und ich steche etwas seitlich von hinten ein und mit der Klinge nach außen gehe ich unter der Haut vorbei und schneide nach vorne. Das ist relativ wichtig, weil nur so sichergestellt werden kann, dass die Halsgefäße auch geöffnet werden. Jetzt sollte aus dem Hals in einem dünnen Rinnsal bei größeren Tieren etwas mehr Blut fließen. Ist das nicht der Fall, sind die Halsgefäße nicht richtig getroffen und dann wird das Messer umgedreht und jetzt kannst du in diese Richtung schneiden. Vorher hast du Haare und Fell dazwischen und spätestens jetzt blutet das Tier aus.
Es wird kopfüber gehalten, bis kein Blut mehr rauskommt. Und das Ausbluten ist eine wichtige Sache, weil Blut ist Nährstoff für Bakterien. Und wenn das später beim Ausnehmen verkeimt, dann kann es sein, dass es sehr, sehr schnell schlecht wird. Extrem wichtig ist, dass wenn du den Schnitt gesetzt hast, dass du das Tier richtig gut ausbluten lässt und nicht einfach loslässt oder auf den Boden ablegst. Weil wenn es ausgeblutet ist, quasi beim letzten Herzschlag, dann scheinen die Tiere nochmal aufzuwachen. Das ist eine Nervenreaktion. Und zu dem Zustand können die auch nochmal um sich beißen, treten und dich so verletzen. Und gerade Verletzungen von Tieren, die sind immer sehr, sehr unangenehm, infizieren sich schnell und sollten immer vermieden werden. Ich will mir jetzt ein ganz spezielles Sommergericht machen, und zwar ich mache mir Flusskrebse mit Wildspinat. Wie man diese Krebse fängt, findest du in einem uralten Video von mir. Und ich habe heute darauf geachtet, dass ich ein paar Butterkrebse habe. Das sind frisch gehäutete Tiere. Guck mal, die sind völlig weich. Und die brauche ich später für den Geschmack von meinem Wildspinat. Der schmeckt leicht säuerlich und das geht unglaublich gut mit den Krebsen. Und was ich mache, ich schäle die Tiere nicht, weil hier oben drin das grüne und gelbe Glibber, das ist genau das, was den guten Geschmack vom Krebs ausmacht. Ich habe natürlich auch ein paar größere zur Verzierung von meinem Spinat, aber der Kollege kommt wieder ins Wasser. Den lasse ich gut durchkochen. Zwischendurch mache ich mir ein Werkzeug, und zwar einen kleinen Pistill oder einen Stößel aus Holz. Und den benutze ich nachher, um meinen Spinat und aber auch die Krebse ein bisschen klein zu drücken. Und dazu nehme ich gerade so noch Haselstöckchen. Ich schäle den unteren Bereich, weil sonst habe ich später einen Haufen Rinde in meinem Essen. Und dann kommt der eigentliche Trick. Ich schneide nämlich die Spitze hier oben so konkav ein. Wenn ich später die Krabben zermörser, dann rutschen mir die Klibbel nicht einfach so weg, sondern das hält richtig gut. Das ist also ein kleiner, aber feiner Trick, wenn du irgendetwas zerstoßen möchtest. Nachdem die Krabben so 10 Minuten gekocht haben, kippe ich etwas von dem Wasser weg, aber nicht alles, weil schau mal da rein, da ist Öl oben dran und das möchte ich nicht alles verlieren, aber sonst habe ich etwas zu viel Wasser. Und jetzt hole ich mir die richtig großen Krebse raus, die möchte ich nämlich später zur Verzierung von meinem Spinat. Ich kann jetzt schon mal anfangen, ein wenig die Krabben zu zerstoßen. Das braucht seine Zeit, und während ich das mache, kann ich mein Päckchen mit meinem Wildspinat schon mal etwas vorgaren. Das mache ich gerade etwas in die Glut, dass es nicht richtig heiß wird, sondern gerade so ein bisschen welk wird. Das hilft dann später, dass ich das Essen zubereiten kann, ohne dass ich es lange durchkochen muss. Und ich kann auch viel, viel besser abschätzen, wie viel Blattwerk da rein muss. Weil wenn du Spinat kochst, dann fällt es zusammen. Wenn es vorher schon mal ein bisschen in der Hitze welk geworden ist, dann füllst du nicht zu viel oder zu wenig rein, sondern genau richtig. Und jetzt, durch das Zerstoßen, werden ganz, ganz viele Öle und Eiweiß frei. Und genau dieses klein gemixte Zeug, das will ich für meine Krebssuppe. Es sieht zwar nicht aus, aber es riecht wie Sterneküche. Und das meine ich ehrlich. Wenn du einen Angelschein hast oder jemanden kennst, der einen Angelschein hat, lass dir von diesen amerikanischen Flusskrebsen welche besorgen, und zwar frische, wenn du die direkt frisch zubereitest. Die schmecken besser als Hummer und sind sehr viel günstiger. Du bekommst sie nämlich kostenlos. Die gibt es in Milliarden Stück im Altrhein, im Neckar, in der Elbe und so weiter und so fort. Und durch das Essen dieser amerikanischen Flusskrebse machst du sogar noch etwas für die Natur. Jetzt kommt die vegetarische Beilage rein. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, es ist etwas warm geworden. Und da sieht man jetzt auch, der Spinat, der ist jetzt so ein bisschen welk.
ein bisschen angebraten und heiß. Und jetzt kommen die Blätter direkt rein. Da sind auch noch ein paar Samen dabei. Wenn der Spinat aus den jungen Blättern der Amarante oder der Melden besteht, dann kannst du die Blätter ganz reinmachen. Wenn es so die richtig großen Gänsefußblätter sind, dann kannst du die noch ein bisschen klein rupfen. Es kommen noch ein paar Samen mit rein und eine Spinne ist noch dabei. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist ein Eintopf. Und du weißt, Eintopf ist immer lecker, Eintopf ist gesund. Und ich mische das Ganze jetzt rum. Der Krebs, der soll, also der, was heißt der Krebs? Das sind jetzt etwa 15 Krebse klein gehäckselt in einige tausend kleine Teile. Und jedes Blatt soll von diesem Krebssaft, von den Muskelbereichen, von der Leber, vom Krebsfett bedeckt werden. Und wenn ich sehe, da ist noch ein bisschen Flüssigkeit da, mache ich noch etwas an Blattwerk rein. So. So, dass ich so einen richtig dicken Blattspinat habe. Wenn es alles gut vermischt ist, dann packe ich das noch mal etwa 5 bis 10 Minuten auf die Glut. Diesmal relativ geringe Hitze, ich muss jetzt nicht mehr kochen. Und wenn du ja, etwas schleckert bist, wie man in Baden und in Schwaben sagt, also gerne etwas deftig magst, dann kannst du da ein bisschen Salz noch reinmachen, vielleicht ein wenig Pfeffer. Aber so natürlich schmeckt es eigentlich schon ausreichend. Wichtig ist, dass du genügend Krabben drin hast. Und jetzt zieht das Ganze noch ein bisschen und ich kann mich auf meinen Krebsspinat in etwa 5 bis 10 Minuten freuen. Das ist jetzt mal ein richtig guter Spinat und zwar, das ist alles wild gesammelt, sogar die Krabben da drin. Und es hat jetzt einen extrem feinen Geschmack, etwas säuerlich und unglaublich krebslastig. Das ist auch das, was ich möchte. Da ist auch noch eine Stechmücke drin. Der Sud, den kannst du richtig als Suppe trinken. Wo du ein bisschen aufpassen musst, wenn der Wildspinat zu viel Oxalsäure hatte, dann kochst du den Spinat zuerst und kippst das erste Kochwasser weg. Wenn es dann immer noch sehr sauer ist, auch das zweite Kochwasser, aber der ist genau richtig so. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man sowas anrichtet. Spinat mit Krebsfleisch. Sieht das nicht gut aus? Das ist 15-Sterne-Küche draußen in der Notunterkunft. Du musst natürlich Fisch mögen oder Krebs. Und Spinat. Also, wenn jeder Spinat so gut schmecken würde, ich behaupte, jedes Kind wird ihn gerne essen. Wenn du das Gericht nachkochen möchtest, dann nimm etwa 10 bis 15 Butterkrebse, also die frisch gehäuteten Krebse, 2 bis 3 richtig schön ausgehärtete zur Verzierung und etwa 500 Gramm Wildspinat, eine Prise Salz, wenn du das magst. Ansonsten brauchst du noch ein bisschen Wasser und ein Feuer. Ich stehe jetzt hier zusammen mit Ralf Urbanek, dem Veranstalter der Outdoor Southside. Ralf, bist du zufrieden mit der Messe hier? Das erste Mal in Eigelting? Ja, das ist das Stichwort, das erste Mal. Und vom ersten Mal dürfen die Erwartungen nicht zu hoch sein. Aber ja, ich bin rundum zufrieden. Wir haben zwar ein bisschen Probleme gehabt mit dem Wetter, aber insgesamt war am Wochenende das Besucheraufkommen wirklich zufriedenstellend. Ja. Also so, dass man motiviert ist und sagt, jawohl, das ist Rückenwind für die nächste Messe. Ja, ja. Die letzten Tage hat es hier extrem gestürmt und gewittert. Der Platz stand zwischendurch unter Wasser. Aber das ist einfach so, wenn Petrus nicht will.
Das nächste Mal wird die Messe sein in der Nähe von Hannover, die Adventure Northside. Wann wird die etwa stattfinden? Ist das schon geplant? Ja, die Messe findet statt vom 1. bis 3. Oktober. Der 3. Oktober ist ein Montag, sodass wir hier ein schönes Wochenende haben. Samstag bis Montag, 3 Tage, viel Zeit, viel Action, Bushcraft, Outdoor, Offroad. Wir bauen jetzt unseren Stand ab und ziehen zurück nach Karlsruhe. Wir sehen uns das nächste Mal Anfang Oktober, dann mit einem neuen Vibranger Magazin. Diesmal aber irgendwo aus dem Busch.